Hallo, das Internet macht vieles möglich. Zum Beispiel können wir heutzutage ganz einfach Daten abfragen, wo wir früher das Telefonhörer in die Hand nehmen mussten, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn angerufen haben. Ja, wie sind denn die Fahrgastzahlen auf dem einen oder anderen Gebiet, damit wir zum Beispiel damit mit diesen Fahrgastzahlen etwas anfangen konnten. Heute könnte man ja eigentlich im Internet alles wunderschön verknüpfen und wunderschön transparent darstellen. Nur leider tut man es nicht. Heute ist die Deutsche Bahn irgendwie ein Aktienunternehmen, ist zwar in öffentlicher Hand, aber sie wollen die Daten überhaupt nicht mehr rausrücken. Und genauso sieht das in vielen anderen Gebieten aus, bei vielen anderen Ämtern und bei vielen anderen Unternehmen der öffentlichen Hand. Daten, die mit öffentlichen Geldern erstellt wurden, werden einfach unter Verschluss gehalten. Und zwar mehr und mehr. Die Entwicklung geht also in die falsche Richtung. Also die Technik macht mehr möglich, aber wir werden trotzdem immer weiter eingeschränkt in den Daten, die wir erhalten können. Wir möchten, dass das anders wird, haben so schöne Karten gemacht und hinten drauf kann man ein bisschen was reinschreiben, was man gerne für Daten hätte. Müssen ja nicht unbedingt Fahrgastzahlen der Deutschen Bahn sein. Ich weiß, ich bin da sicherlich eine Ausnahme, dass ich mich dafür interessiere. Aber jeden interessiert irgendetwas, wo man meint, ja, das könnten die Behörden noch eigentlich mal besser veröffentlichen, besser vermitteln und vielleicht auch aufbereitet für uns zur Verfügung stellen. Also, was wollt ihr von der Regierung, von den Behörden wissen? Schreibt's auf und es wird transparent.